Willkommen! Heute, Freunde, wollen wir zwei legendäre Pokémon fangen. Die aus dem See. Aber zuvor müssen wir nochmal nach Elysis fliegen. Und da muss ich noch einen Eintrag abholen für den Pokédex. Und zwar müssen wir da zur Oma. Genau da rein müssen wir. Oh, hallo, gut schaust du aus. Hör mal, ich habe nach dem Vorfall neulich selbst ein bisschen nachgeforscht. Das Rumoren des Kraterbergs hat mir einfach keine Ruhe mehr gelassen. Nun ja, und das habe ich hier am Ich dabei im Schrein gefunden. Und ein altes Buch hat die. Nice! Das ist hier Dialga. Guck mal kurz nach, Pokédex. Schnell, schnell, schnell. Uns fehlen nur noch zwei. Tuputz und Selfer fehlt uns. Danach können wir endlich mal den internationalen Dex abholen. Das wird nämlich allmählich Zeit. Und hier schon das erste, was wir brauchen. Das müsste, glaube ich, Selfer sein, oder? Wir gucken erstmal, was wir für Bälle mit dabei haben. 23 Zammerbälle, okay. Flottball, haben wir das dabei? Nee, den haben wir nicht dabei. Machen wir uns welche kaufen hier. Let's go. Flottball. Nehmen wir mal 10 Stück dabei mit. Und nochmal 10 Timerbälle. Let's go, dankeschön. Wir gehen nochmal kurz heilen. Und dann fangen wir auch schon selber Self und Tubuz müssen wir eigentlich hinkriegen in diesem Borde. Wir gucken da mal. So, nichts hin. An Kühnheitsufer. Der Schnee, ey. Wahnsinnig hier. So, nichts zu hin. Zu selber. Let's go. Wir speichern mal kurz. Und nehmen Luxtra vor für die Para. Und dann. Let's go! Self! Here we go! Wir müssen es fangen, Freunde. Das ist Level 50, glaube ich. So, wir werfen mal kurz meinen Flottball.
Let's go, Flottball, let's go! Alter, das Bein hat nicht mal gewackelt, Junge! Sicho Chinese kommt. Wir gehen safe auf die Donnerwelle. Jawohl, sehr schön. Wechseln raus zu Hundemon. Jawohl. Drücken da mal einen kurzen Nitro-Ladung. Das wird cool. Ein legendäres Fang, lange nicht mehr gemacht. Amnesie kommt, okay. Alles klar. So, die niedere Nitro-Ladung bitte. Let's go. Oh, wir steigen die Init. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl, wir sind deutlich schneller als hier selber. Let's go. Wir machen ganz wenig Damage nur. Das ist auch gut so. Mit der Para sind wir hier, denke ich mal, gut bedient. Let's go. Nochmal Nitro-Ladung bitte. Sind wir schon langsam in den kritischen Bereich. So, jetzt können wir es eigentlich fast fangen. Hier machen wir Hyperball. 1, 2, 3. Nice! Das ging ja wirklich relativ zügig von der Hand. Cool. Freunde, wir haben eigentlich nur 2 Bälle gebraucht. Ein Flottball und ein Hyperball. Das ist cool. Wissens-Pokémon. Typus Psycho. Das ging ja wirklich übelst schnell. Hätte ich damit jetzt gar nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Das ist übel. Gesundheit, Alter. Übelst genießt gerade. So, da können wir eigentlich dann schon hier den nächstes anpeilen. Und zwar Tuputz ist das nächste. Let's go, ey. Übel geil. Wir kommen, tun wir uns mal kurz heilen. Let's go, ey. Überraschend war es für mich an nur das gleiche Rennen geblieben ist bei einem Hyperball. Das ist ja mal übel gewesen. Das habe ich ja sonst nie, dass gleich beim Anlauf beim ersten Mal klappt, aber sonst, das ist ganz geil gewesen. Jawohl! Und mit Hundemon haben wir den besten Partner für Psycho. Da er sowieso keine Effektivität hat. Bei uns, das ist hervorragend. Extrem nice und dann noch mit Donnerwelle. Das ist übel gut. Let's go. Hier waren wir auch schon drin. Oh. Ah, wusste ich doch, dass es hier da der Hotelschlüssel gibt. Hallo? Ich bin da, machen Sie auf. Lass mich rein. Wie komme ich denn hier nochmal lang? Hä?
Hey, da muss es auch irgendwas geben, oder? Moment mal. Ja, da kannst du dort unten Kranks einsetzen, dort. Hier. Nice. Ist alles versteckt hier, hä? Ah, da sehe ich aber gar nichts. Wo geht's denn da noch weiter? Ach, hier. Das ist immer übelst schwierig, denn jetzt zu erklimmen hier. Dann nochmal hoch. Alter, was für ein Hindernis. Das ist übel hier. Nur damit man das Item kriegt. Traumfresser. Ach Junge, Junge, ist nicht die beste Tage, hä? Dafür ist ein Aufwand. Das ist übel. Let's go, Kraxler. Let's go, Kraxler. Let's go, Kraxler. Yo! Das ist natürlich cool. Dass mein erster Anlauf ja der selbst drin geblieben ist. Bei ein einzigster Hyperball. Das ist schon ganz geil. Übel nice. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe ein kleines Dankeschön für dich. Lava-Keks. Okay. Dankeschön dafür. Halt, hier waren wir falsch. Wir müssen eins weiter hoch noch. Genau hier geht's rein. Nichts wie hin, denn zu Tumutz. Zum See der Kühnheit. Nur schade ist, dass ich hier kein Taucher einsetzen kann. Das wäre so geil. Hier mal schön Tauchen einsetzen. Das ist doch geil. Was zum Geier soll der Mist? Hier kannst du anlegen. Ah, hier drüben kommst du durch den Baum. Was ist das denn, ey? Haben wir gerade vergessen. Oh, TM25 Donner. Das ist natürlich cool. Und ein Enton. Okay, Enton. Das haben wir schon gefangen. Das braucht niemand mehr. So, ab zu Tubutz hier. Na, was kommt jetzt? Schon wieder ein Enton. Gibt's halt nur Entons oder was? Das ist ja der einzige Fail. Und Donnerblades, bitteschön. Enton wollte kämpfen und jetzt hast du das davon. Enton, Enton. So, auf zum Tubutz hier. Let's go. Nochmal speichern machen wir. Sicher ist sicher. Let's go. Tubu. Let's go, baby. Hätte ich gerne als Shiny, muss ich dir sagen. Aber in der Pokémon Go habe ich schon. In Shiny.
Wir nehmen ja gleich mal einen Flottball. Let's go. 1, 2. Oh, schade. Hätte ja fast wieder funktioniert, geht der Trick. So, Donnerwelle bitte und let's go. Sieh schon, Chinese kommt. Donnerwelle, let's go. Wir wechseln raus wieder zu hier Hundemann. Unser heimlicher MVP in Sachen psychische Pokémon. Ha, keine Wirkung. Yeah. Und die Nitro-Ladung bitte. Let's go. Wir werden schneller. Nochmal Nitro-Ladung, bitte. Let's go. Wir könnten theoretisch noch einmal einsetzen. Die Ladung. Mehr aber auch bitte nicht. Das reicht dann schon. Geil. Mehr setzen wir an Attacken nicht ein. Jetzt Hyperball. Mal gucken, es wieder funktioniert. Ha, schade, diesmal nicht. Hätte ja sein können, dass es funktionieren können hätte. Nochmal Hyperball bitte, let's go. Shitty, das ist schon ein bisschen hartnäckiger. Jetzt können wir ja fast schon Timerbälle benutzen. Timerbälle. Tobut, seine Attacken haben ja keine Wirkung gegen Hundemon. Absolut nichts. Das Tobut ist ein bisschen hartnäckiger als Selfe. Let's go, Hyperball. 1, oh. Knappi, knappi. Let's go, Hyperball. 1, oh, schade. Je mehr Runden wir hier verbrauchen, desto effektiver wird dieser Timerball. Und das spielt uns hier hervorragend in die Karten. Da wackelt den mal nur einmal. Keine Chance, Psychokinese, mein Freund. Jetzt wieder Timerball. Oh shit, der hat noch nicht mal gewackelt. Das ist natürlich scheiße. Let's go, Timerball. Let's go, Timerball. 1, 2, 3 und. Jawohl, safe. Dankeschön. Cool. Exzellento. Willenskraft-Pokémon Typus Psycho. Hervorragend, das klappt doch wieder mal am Schnürchen, ey. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Karte. Zurück zu Professor. Hä? Ach, nach St. Gemmel müssen wir. Aber vorher will ich noch gerne nochmal eine nächste App holen.
bevor es dann nach seinem General geht. Erstmal schön heilen, gell? Nicht vergessen. Schön heilen, heilen, heilen. Und dann holen wir uns gleich mal die nächste App hier ran. Thank you very much. Fürs Heilen. So. Ab zum Pokédash. Hauptquartier hier. Ist nun die Frage, wo müssen wir jetzt genau hin, ne? Erst mit jedem labern hier. Was, denn wir schon wieder kämpfen? Alles klar, Junge. Reporterin. Plauderguy. Oh, nice. Blitdude. Das hier ist einfach nur voll cool. Das Plauderguy gefällt mir. Und Donnerblitz, keine Chance. Wir sind Liga-Champ. Plauderguy. Blitdude. Tolle Story jetzt, ja, für dich. Was will der von uns hier? Hat euch eigentlich irgendeiner gesagt, dass wir jetzt hier so eine Pokétag neue App kriegen? Aber welche von denen? Wer ist das hier? Ja, schade, muss es doch sein hier, oder? Moin Jungs, wie geht's? Was ist meine Lieblingssendung? Schatzkiste sind wir in den Untergrund, nehmen wir mal. Okay. Drei herziger D gekriegt. Okay, für was auch immer die gut sind. Ja, ja, komm, lauer nicht mich voll hier. Wo bekomme ich hier die nächste App hier? Vielleicht von denen hier, oder? Auch nicht. Tja, weiter hoch geht's nicht. Gehen wir kurz hier rein. Hat immer noch zu das Ding, ey, übel. Wie lange arbeiten die noch in den Mist hier? Das ist auch wieder Wahnsinn. Let's go. Nichts wie runter hier. Okay, was nehmen wir denn mal am besten? Volk nehmen wir mal kurz. Okay, vielen Dank dafür. Alle 8 Arena haben wir hier. Und die ganzen Top 4 Champs. Alle in so einen Bilderrahmen eingerahmt. Nee. Moment mal. Wir können aber Pflanze für Schildherr nehmen. Wo gehe ich drauf? Ach so. Ja, neben mir. Hä, was ist das jetzt hier von Mist? Drehen, Ballkapsel Deko.
Okay. Das ist ja ein Mist, oder? Das Future. Oder das Feature. Das braucht man sowas von niemand, oder? Wo ist denn der Typ hin, der uns damals den Poketag gegeben hat? Der ist gar nicht mal da, oder was? Der ist verschwunden. Ach, hier müssen wir rein. Alles klar. Ja, moin. Komplett mit einem warmen Arsch gewesen hier. Let's go, jetzt gleich mit dem Ding quatschen. Oh, nice. Notizblock gekriegt. Cool. Notizblock, okay. Das ist schon mal cool. So, jetzt gehen wir mal auf nach sein Game runter. Mal gucken, was der Professor von uns will. Das waren Zeiten, wo wir hier waren. Das war cool. Sein Game, wie sind wir da? Als wären wir niemals fort gewesen. Das ist schon cool. Lucia wartet auch schon auf uns. Let's go. Tordi, ich habe eben vom Professor erfahren, dass du der neue Champ bist. Meinen allerherzlichen Glückwunsch. Danke dir, Lucia. Und wir gehen rein. Let's go. Let's go. Grüße dich, Tordi. Bist du gekommen, um mir zu zeigen, wie du mit deinem Pokédex vorankommst? Ja, bin ich. Du hast 150 Pokémon gesehen. Gesehen habe ich ja, aber... Moment mal. Pokédex... Normalerweise müssten wir jetzt diesen Pokédex kriegen, aber Manaphy haben wir da auch schon, oder? Komisch. Was fehlt denn da noch? Wer ist denn das? Die 150 fehlt. Okay, dann müsste ich nachgucken. Die 115 fehlt in Sinnodex. Wer ist das? Bestimmt. Ne, Krepuk haben wir schon. Die 115 fehlt mir. Wer ist das? Das habe ich leider nicht im Kopf hier. Habe ich da jemanden übersehen oder was? Die 115 fehlt mir das genau nach Inkognito. Kann das sein, dass mir hier ein Riolu fehlt? Das könnte sein, dass mir hier ein Riolu fehlt. Weil Lucario ist ja die Endentwicklung, ja, und 115 wäre demnach Lucario, nee, halt, ja, Riolu war das. Aber sonst hätten wir alles, oder? Lucario. Wo bekomme ich hier ein Riolu her? Ich habe da eine leise Vermutung. Und zwar haben wir damals von der Eiseninsel von dem komischen Typi ein Pokémon-Ei bekommen. Und
da könnte eventuell das Riolu drin sein. Ich denke es mir mal so. Könnte auch nicht so sein. Genau dieses Pokémon heißt das, ja. Bewegen. Da muss ich aber erstmal sagen, Freunde. Ich gehe mal kurz ausschlüpfen. Mal gucken, was es ist. Und dann geht es dann schon morgen hier direkt weiter mit den eventuellsten internationalen Pokédex hier weiter. Großer Gott, wenn das ein Riolu ist, dann ist es gut. Wenn nicht, dann müssen wir uns was überlegen. Wo es hier ein Riolu gibt. Ach, steck mal, das sollte eins sein von Riolu. Freunde, das war's auf jeden Fall von mir. Macht's gut und bis morgen. Ciao.